Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachbander. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe immer, dass ihr auf meinem Kanal was lernt. Und deswegen befassen wir uns in dieser Videoserie mit einem der elementarsten Themen des Schachs. Plan finden, Strategie und Plan finden. Das ist das, was man eigentlich immer machen muss. Man hat irgendeine Stellung und die Frage ist, wie mache ich weiter? Und dafür brauche ich einen Plan. Und deswegen habe ich hier dieses wunderbare Buch Mastering Chess Strategy von Johan Helsten, wo tatsächlich genau so eine Strategieaufgaben drin sind. Und aus echten Partien. Wir haben jetzt diese Partiestellung auf dem Brett. Ich mache das immer live. Ich habe das noch nie gesehen, diese Stellung. Und ich erzähle einfach meine Gedanken live. Sie können vollkommen Quatsch sein, das werden wir am Ende sehen. Ich gebe euch den Tipp, haltet selbst das Video an, haltet es gleich an, wenn ich sage, oder haltet es jetzt schon an und macht euch Gedanken. Die Aufgabe lautet, weiß am Zug. Weiß am Zug, finde einen Zug und einen Plan. Wie macht man weiter, die nächsten paar Züge? Und macht euch Gedanken über die Stellung. Was fällt euch auf? Und macht das jetzt. Haltet das Video an, holt euch am besten ein Brett, baut die Stellung auf und macht euch mal wirklich Gedanken darüber. Was macht man hier als Weißer? Ich starte mit meiner Analyse. Als erstes zähle ich mal das Material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gegen 7. Schwarz hat zwei Springer, weiß zwei Läufer. Drei Leichtfiguren beide, zwei Türme und eine Dame. Das heißt, was mir als erstes auffällt, weiß er das Läuferpaar. Das kann man ja schon mal in die Stellung mit einfließen lassen. Mit der Idee, dass natürlich ein Läuferpaar tendenziell eine offene Stellung braucht. Während Springer eher geschlossene Stellungen mögen. Was fällt mir noch auf? Die Figurenstellung ist ein bisschen merkwürdig. Schwarz ist hier noch nicht ganz entwickelt, weiß ist hier noch nicht ganz entwickelt. Dieser Springer auf A5 steht sehr interessant. Der greift diesen B7-Mann, der aber noch gedeckt ist. Der Springer fällt mir auch auf, als Schwarzer, der sehr schlecht steht. Allerdings hat er natürlich Möglichkeiten, sich über F8, E6, F4 wieder zu aktivieren. Das heißt, es ist nicht ganz so dramatisch. Schwarz ist hier ganz schön weit vorgerückt und hat sich hier am Königsflügel auf jeden Fall geschwächt. Es gibt hier eine offene Linie. Das fällt mir noch auf. Ansonsten hat man jetzt hier so nicht fertig entwickelt als Weißer. Ja, das sind so die Sachen, die mir auffallen. Und erstmal ein logischer Versuch wäre sicherlich, einfach mal seine Figuren zu entwickeln. Das heißt, seinen Läufer irgendwo hinstellen, vielleicht nach E3, was ein sehr natürliches Feld ist. Und durch diesen Springer hier hat Schwarz tatsächlich Probleme, weil dann, also er kann nicht Springer D7 spielen, was er gerne machen würde, weil dann fällt dieser Bauer. Also müsste er, wenn dann B6 spielen, um diesen Springer erstmal zu vertreiben. Oder Springer A6, was aber auch nicht geht, dann nehme ich den weg und dann kriege ich auf C6 eine Gabel. Das heißt, dieser Springer ist schon unangenehm für Schwarz. Er müsste den mit B6 vertreiben und dann kann ich aber sicherlich nach C4 gehen und mal gucken, welche Route er geht. Vielleicht mal in diese Richtung, vielleicht aber auch in diese Richtung. Schön wäre es natürlich, wenn ich auch B6 irgendwie verhindern könnte, dass dieser Springer einfach die ganze Zeit da stehen bleibt. Das sehe ich noch nicht ganz, wie es geht. Vielleicht Dame A4. Er sieht blöd aus, aber das wäre tatsächlich erstmal dem Plan folgen, dass er nicht B6 spielen kann, weil dann der C6 hängt. Und das heißt, nach Dame A6 kann Schwarz immer noch nicht den spielen. Schwarz kann immer noch nicht den spielen und der hat echt Probleme rauszukommen. Und danach mache ich weiter mit meinem Plan. Das wäre jetzt erstmal aus der Gegebenheit dieser Stellung, dass Schwarz hier nicht rauskommt und gerne B6 spielen möchte, für mich der logische Plan oder eine logische Idee. Dame A4 an sich ist erstmal kein logischer Zug, aber er verhindert B6. Und wenn Schwarz nicht B6 spielen kann, spiele ich danach Läufer E3 und spiele dann Turm D1. Dann spiele ich vielleicht noch Läufer C5, stelle den Läufer da gut hin. Na gut, der rennt natürlich in die B6-Gabel, vielleicht auch nicht, aber Dame A4, Läufer E3, Turm D1, ich entwickle mich und dann kriege ich die offene Linie, weil sich Schwarz nicht gegenstellen kann, weil er nicht seinen Springer entwickeln kann. Das scheint für mich ein sehr logischer Plan zu sein. Ansonsten würde die Stellung halt, also wenn ich jetzt einfach nur den spiele, läuft es wahrscheinlich so weiter. B6, der Springer geht nach C4, der Springer geht vielleicht nach D7. Und ihr seht, beide Seiten entwickeln. Vielleicht geht der Springer dann auch nach E6 und beide Seiten entwickeln sich. Und das ist eine normale Stellung. Ja, das heißt, Schwarz hat da keine Probleme. Nachdem aber hat Schwarz vielleicht tatsächlich Probleme, weil er den erstmal decken muss. Was müsste er machen? Er müsste dann, er kann es natürlich auch noch vorbereiten. Also wenn er jetzt den spielt, fällt halt einfach der. Er könnte natürlich probieren, den zu decken. Er könnte zum Beispiel Dame C7 spielen, um B6 vorzubereiten. Und das, ja, wahrscheinlich ist das auch vernünftig. Jetzt ist B6 vorbereitet
Und wenn er das so einfach schafft, dann macht das wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn. Okay, also Dame A4, eine Idee. Aber so richtig zu sagen, tut mir das noch nicht. Was ist eine andere Idee? Eine andere Idee, die ich sehe, um so ein bisschen aktiv zu werden, ist F4. F4 hat die Idee, die F-Linie zu öffnen und auch diese Diagonale und Raum für den Bauern E5 und geht halt gegen diese geschwächte Königstellung vor. Insbesondere F5 ist mal eine interessante Idee, um diese schwarze, sagen wir, schwarz macht nichts und ich spiele F5 und so, dann tausche ich den raus, dann seht ihr, dann kommt jetzt hier so ein Läuferschach und die offene F-Linie und vielleicht geht die Dame später nach hier, greift diesen. Auf einmal habe ich eine Menge Ziele beim gegnerischen König. Das heißt, F4 mit der Idee F5 ist eine Idee. Schwarz wird hier den nehmen, aber den nehme ich auch einfach weiter mit meinem Läufer wieder und habe hier Druck gegen diesen F7 insbesondere so Läufer C4. Sagen wir, Schwarz macht wieder nichts, dann spiele ich Läufer C4. Er geht zurück und jetzt könnte schon E5 funktionieren, weil wenn er jetzt hier nimmt und wieder nimmt und wieder nimmt, dann knall ich da hinten auf F7, vielleicht sogar mit dem Turm, mit Abzugsschach oder so, aber der sieht auch gut aus. Und der B7 hängt natürlich auch schon wieder, ne? Also, das gefällt mir tatsächlich, F4 gefällt mir hier deutlich besser, wenn ich das jetzt sehe. Das ist natürlich auch der aktive Ansatz, ja? Also, wie gesagt, eine normale Stellung, ein normaler Zug wird dazu führen, dass sich auch Schwarz normal entwickelt. F4 gefällt mir tatsächlich jetzt auf den ersten Blick ganz gut. Sagen wir, er spielt B6. Schwarz spielt B6. Kann man sich ja auch einmal überlegen. Dann spiele ich aber wahrscheinlich einfach, ich denke, Tausch, Tausch. Vielleicht ist die Frage, ob ich den erstmal wegziehe oder vielleicht einmal tausche und er nimmt den wieder und dann schon so Läufer C4 mit Druck gegen F7, aber das ist ein bisschen gewagt, das sieht alles ein bisschen taktisch aus. Ob ich den einmal nehme und dann vielleicht Springer C4 spiele oder direkt. Springen. Vielleicht direkt Springer C4. Greift den E5 an, Schwarz wird hier nehmen müssen, jetzt der. Und dieser Springer auf C4 unterstützt mich jetzt auch mit meinem E5-Plan. Verstellt natürlich ganz leicht diese Diagonale, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Sagen wir, Schwarz spielt jetzt Springer D7 als Zug. Und ja, ich würde natürlich gerne irgendwann E5 spielen. Macht wahrscheinlich Sinn, erstmal seine Figuren zu aktivieren, dass man erstmal den da hinstellt und dann irgendwann E5 vorbereitet. Vielleicht noch irgendwann den spielt. Ja, so ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Wenn man jetzt F4 als Plan hat. Ja, das wäre eine sehr logische Folge, wenn man F4 als Plan hat. Was sind. Noch eine andere Idee ist auch durchaus. Mal sowas direkt den zu spielen, mit der Idee E5 zu spielen und dann da hinten auf G6 zu nehmen. Auch sowas sind Ideen, ne? Also wie man genau man das dann macht, das muss man sehen. Da bin ich mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Es gibt, aber ihr seht, es entstehen Möglichkeiten, Angriffsmöglichkeiten. Und da muss man sich natürlich entscheiden, welche die beste ist. Aber viele Möglichkeiten ist ja schon mal was Gutes. Während man hier eben, wenn man jetzt einfach nur so spielt, die Möglichkeiten deutlich begrenzter sind. Also, ich hatte nochmal, ich habe zurückblickend, ich hatte zwei Ideen. Einmal B6 zu verhindern, aber das funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Wahrscheinlich. Ne? Vielleicht, ich meine, da man die Dame da weglockt, könnte das natürlich schon. So, jetzt B6, jetzt hier nehmen, sind der Läufer wieder. Jetzt Läufer C4 oder so. Ah, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich spiele direkt F4 und setze dann den Springer dahin ohne Dame A4. Das ist mein Plan. Läufer E3 finde ich zu langsam. Ja, Läufer E3, Turm D1 wäre normale Züge, aber F4 finde ich dort im Angriffssinne deutlich interessanter und ich bin mal gespannt, was sagt der Computer dazu? Ist der Computer ein Freund von F4 oder nicht? Das ist immer die große Auflösung, ob man, wie dolle man daneben liegt oder ob man recht hat. Und der Computer, ich sehe es schon, und ich gucke mal in die Lösung. Der Computer ist ein Fan von F4. Das ist schon mal gut. Und ich gucke mal in das Buch rein, was das Buch sagt, auch ob das Buch so sieht. Jawohl, es geht hier um Initiative.
Initiative schwache Felder ausnutzen dieser schwachen Königsstellung und ausnutzen dessen, dass Schwarz noch nicht ganz entwickelt ist. Also F4. Ich habe gesagt, Schwarz soll nehmen. Da kommt wieder schon völlig. Also wenn er nimmt, ihr seht, das ist schon völlig verloren. Jetzt B6 und jetzt einfach direkt E5. Sowas ähnliches hatte ich ja auch. Wenn er jetzt hier nimmt, Läufer E5, Dame E5, einfach so. Man opfert einfach den E5. Aha. Ich habe ja gesagt, man muss dann noch sehen, wie man es macht. Jetzt hängt der hier, Turm D7 und der Computer ist natürlich eiskalt. Der kloppt jetzt. Was macht der? Ach, weil jetzt Dame G6 geht. Ja, genau, jetzt geht Dame G6. Das sind natürlich genau diese Motive, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Jetzt kommt der, nimmt er einfach hier, jetzt opfert er hier eine Figur und spielt dann einfach auf Matt. Jetzt droht da unten Matt und da springt. Auf den nimmt er nicht mal die Figur weg. Also kann man auch machen, aber er spielt einfach auch sowas wie den und bringt dann den Turm darüber. Ihr seht, plus 9, das ist, oder plus 5, auf jeden Fall völlig gewonnen. Wie genau muss man, das ist natürlich dann das Schwierige. Ihr seht, es sind so viele Optionen. Habe ich ja vorhin im Video oder in der Bewertung auch gesagt, dass ich schon gemerkt habe, es gibt viele Möglichkeiten und dass ich mich jetzt noch nicht entscheiden kann. Der Computer sagt, nach F4 ist das Beste, direkt B6 zu spielen. Und jetzt Springer C4, hatte ich, genau, so hatte ich das ja auch. Und jetzt immer noch nicht nehmen, weil dann immer noch direkt, weil dann der und immer noch E5 kommt, sondern jetzt Springer D7 spielen und das einfach so halten. Jetzt F5. Das war ja eine der Hauptideen von F4, ein schnelles F5 spielen. Und jetzt sagt der Computer den und gucken und hoffen, dass man die Stellung irgendwie hält. Ja, Läufer, jetzt kann man sich irgendwie weiterentwickeln, Läufer E3. Ja, wenn Schwarz sich jetzt irgendwie entwickelt, Turm C8, dann Turm D1. Jetzt ist auf einmal schon die Stellung richtig schlecht. Der Computer sagt, Schwarz sollte unbedingt den spielen. Warum auch immer. Sehr kompliziert. Ich finde das einen schwierigen Zug. Der sieht logisch aus, die schwarzen Läufer zu tauschen. Sagt der Computer zum Beispiel den, Läufer C1, so, so. Und Weiß hat Vorteil, das sieht man, der greift hier natürlich an. Aber er hat auch nicht so viele Angreifer. Schwarz hat seine Entwicklungsprobleme gelöst und die Stellung ist, ja, Weiß hat Vorteil, aber möglicherweise kann Schwarz das halten, aber es ist unangenehm. Der Computer sieht das, hält das natürlich einfacher als ein Mensch. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei. F4 ist die richtige Idee. Wir gucken nochmal Dame A4 rein. Und der Computer sagt gar nicht, er sagt direkt den. Weil dann auf den, der Computer sagt einfach egal, wir opfern den einfach. Turm C8, oh, seht ihr, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Dame B5 und jetzt nicht mal den nehmen, sondern sogar Springer G5. Aber auch den nehmen ist jetzt schon einfach gut genug. Das heißt, Dame A4 verhindert B6 gar nicht. Dame A4 wäre ein richtig schlechter Zug gewesen. Er sah mir auch schon verkehrt aus. Wenn man tatsächlich es schafft, den Gegner natürlich zu verhindern, dass er sich entwickeln kann, dann wäre das es wert gewesen. Aber ihr seht ja, es tut's nicht. Man hätte aber auch einfach damit C7 spielen können, tatsächlich. Ist auch okay. Es ist nur deswegen, er gibt jetzt wieder Vorteil wegen F4. Aber wenn man jetzt nicht F4 spielt als Weißer, sondern nur irgendwie Läufer E3, dann kommt eben irgendwie B6 und alles ist okay für Schwarz. Aber das Entscheidende ist tatsächlich hier die Idee F4 und dass man eigentlich angreifen will und die schwache König, insbesondere die F-Linie nutzen will. Das ist die Hauptidee der Stellung. Habe ich erkannt. Ich bin stolz auf mich. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was davon gesehen. Würde mich freuen. Lasst es in den Kommentaren da. Macht's gut, euer Schachpanner. Ciao.